Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und in dem heutigen Video geht es um ein Lasergehäuse, um ein Lasergravurgehäuse. Wir werden eins gemeinsam bauen und wen das interessiert, der bleibt dran. Viel Spaß. Ja, viele kennen mich von der Vorstellung vom Ortur Laser Master 2. Das Video werde ich euch hier nochmal oben verlinken. Ist ein richtig cooles Gerät, kann ich euch nur noch empfehlen. Aber heute geht es nicht um den Ortur oder beziehungsweise geht es um ein Gehäuse, wo ihr jeden Laser reinstellen könnt. Ich habe hier auch jetzt nicht den Ortur auf dem Tisch stehen, sondern dieser ist der Atomstack oder wie man das auch immer ausspricht, der A5 Pro. Ihr könnt der Manu, der braucht ein Lasergehäuse. Ich habe gesagt, komm, bauen wir eins zusammen. Und der Manu ist jetzt gleich da, den werdet ihr gleich kennenlernen. Und dann starten wir einfach mal mit dem Bau. Wie gesagt, ist für alle Laser gedacht und dieses Gehäuse soll einfach eine Ideenfindung sein, wie ihr vielleicht euer Gehäuse selber bauen könnt und was wir da noch für Ideen reinbringen. Also, fangen wir einfach mal an. Ich habe mal den Grundaufbau aufgebaut hier, Leute. Schaut's mal. Aber da brauchen wir jetzt erstmal einen Manu dazu. Manu, jetzt sag mal, bist du auch mal da oder was? Ja. Was ist los mit dir? Verkehr, weiß ich ja selber. Ja, servus. Hi, grüß dich. Das ist der Manu, hi. LM Design, Allgäu. Kann ich auch noch unten ins Instagram verlinken, wenn es euch interessiert. Macht auch cooles Zeug und dafür braucht er auch diesen Laser. Aber wie gesagt, er hat jetzt keine so eine coole Absaugung wie ich bei mir in der Werkstatt. Leider. Sondern, ja leider, gell? Du brauchst ein Gehäuse und dieses Gehäuse kriegt auch eine Absaugung mit rein. Hier haben wir schon mal dieses Grundgerüst, haben wir schon mal aufgebaut. Oder ich habe es aufgebaut, weil du verpennt hast. Ja, aber es tut okay. Mir leid. Und es kommt dann auch noch eine Pumpe rein, eine Absaugpumpe. Nein, das ist ja für einen Air Assistant. Mhm, genau, ist es gedacht. Der ist hier schon vorne dran. Der ist hier vorne dran, aber das muss ja jeder für seinen Laser da selber entscheiden. Dann noch eine Absaugpumpe, keine Absaugpumpe, sondern ein Absaugluftventilator. Und Beleuchtung kommt rein, alles Mögliche kommt rein und alles, Leute, was ich jetzt hier verwende, werde ich euch natürlich unten verlinken, damit ihr nicht lang rumsuchen müsst. Aber ich denke mal, wir haben, der Manu hat das Gehäuse schon mal zugesägt und das müsst ihr natürlich auf euren Laser einfach anpassen, denke ich mal. Genau. Da brauchen wir euch die Maße nicht nennen, da geht es einfach in den nächsten Baumarkt und lasst euch die Größen einfach zusägen, das ist das Einfachste. Haben wir auch machen lassen und wir schrauben im Endeffekt das ganze Ding nur noch zusammen und bauen halt noch die ganzen Features ein, die wir hier uns ausgedacht haben. Oder? So denke ich mal, aus. So werden wir einfach mal starten. Eben. So Leute, wir bauen das Ganze hier mit dem 120er Lüfter. Ist also schon ein Mordsäumel und der wird ganz schön durchziehen. Verlinke ich euch unten. Der wird dann hier oben hinkommen. Achtet bitte drauf, wenn ihr natürlich die Sachen reinbaut in euer Gehäuse, dass ihr es so baut, dass nichts dagegen stößt. Ja, da fällt gleich alles noch um. Also passt auf, wo was hinkommt und die Lüftung, die Absaugung, denke ich mal schon, weiter oben am Gehäuse bauen, weil der ganze Nebel, Dampf oder Rauch, der geht natürlich nach oben. Deshalb sollte er auch weiter oben abgesaugt werden. Also der kommt hier hin und da werden wir jetzt einen Ausschnitt reinmachen, 120er Ausschnitt. Und dann kommt der Absaugstutzen hin, der von außen hingemacht wird. Und das ist eigentlich alles, was wir machen. Danach können wir eigentlich schon, das Gehäuse noch nicht zusammenbauen. Aber machen wir erstmal das hier und das werdet ihr einfach im Schnelldurchlauf mal schauen. Wir machen noch an den Seiten, und zwar an den Seiten wird es Klappen geben. An diesen Klappen, die sind dafür da, dass wir hier lange Sachen hier noch durchschieben können. Oder der Manu braucht ab und zu mal ein langes Brett, wo er in der Mitte was lasert. Und deshalb will er es durchschieben. Und natürlich, wenn der Laser innen drin ist, ist ja klar, funktioniert nicht. Aber wir Burm sind schon wieder deppert, weil wir haben das schon mal hingeschraubt. Wir wollen ja hier schön, ja, schneiden. Also, richtig. Bauen wir es nochmal ab, den Mist.
Aber nix. Ist egal. Die Klappe, die wir da reinbauen, die wird hier 7 cm vom Rand, 7 cm vom Rand und 7 cm hoch. Und die werden wir dann hier einfach klappbar machen mit Scharnieren. Da könnt ihr jetzt nochmal zuschauen, wie wir das Ganze machen. Und gut ist. Ja Leute, wir sind jetzt mit der ersten Rückwand oder Seitenwand fertig. Jetzt möchte ich mal ein kleines Update geben. Und zwar macht diese Sachen erst später hin. Das war total Blödsinn bei uns. Wir haben es auch nochmal wegschrauben müssen. Wir haben jetzt hier eine kleine Klappe hin. Könnt ihr hier cool erkennen. Eine kleine Klappe mit einem kleinen Haken, mit einer Kette. Da kann man hier einhängen und kann dann seitlich die Sachen durchführen. Gut, jetzt möchte ich euch aber einen kleinen Tipp geben. Weil ihr seht es ja selber, ich habe das Ganze mit der Stichsäge gemacht. Weil mit der Tauchsäge oder so haben wir ja immer einen Radius hier, das wir hier dann beim Sägen haben. Deshalb müssen wir es ja mit der Stichsäge machen. Das möchte ich euch einen kleinen Tipp geben, wie man hier auch eintauchen kann. Weil ich kann ja hier mit der Stichsäge, wenn ihr hier mal schaut, könnt ihr ja hier mit der Stichsäge nicht um die Kurve rumfahren, weil da habt ihr ja einen riesengroßen Radius hier drin. Deshalb sägt ihr erstmal diese Linie hier raus. Und zwar, ihr könnt es genauso mit der Stichsäge auch eintauchen. Wie das Ganze geht, müsst ihr bloß vorsichtig machen, Vollgas geben und zwar auf die Linie auflegen. Kann man es auf der Kamera erkennen? Auf der auflegen, auf der Linie auflegen, hier dieses Sägeblatt, dann Vollgas geben und dann ganz vorsichtig leicht runterkippen. Okay? Und so kann man auch mit der Stichsäge eintauchen. Also machen wir das Ganze mal. War jetzt nicht sehr schön gezeigt, aber es funktioniert. Also macht es einfach ein bisschen genauer wie ich. Vorhin ging es besser. Auf jeden Fall sind wir jetzt durch. Jetzt können wir die Stichsäge ja wieder gerade hinsetzen und können einfach unseren geraden Schnitt machen. Ja, wenn ihr den Schnitt dann habt, könnt ihr gleich mal hier mit dem Schmirgelpapier ein bisschen drüber gehen. Wie gesagt, das mit dem Eintauchen müsst ihr ein bisschen üben. Bei mir ging es jetzt auch gerade ein bisschen schief. Was heißt schief? Ist es eigentlich nicht schlimm. Und normalerweise könnt ihr ja dann noch einen Anschlag an die Stichsäge machen. Brauche ich nicht. Oder Manu, der Schnitt ist doch gerade, oder? Der ist sowas von perfekt. Deswegen ja. Sägst auch du. Ja genau, deshalb sägst auch du, gell? Weil bei dir, ich weiß nicht. Ja, genau. Genau, dann macht ihr das einfach mit dem Schmirgelpapier noch schön. Braucht ihr einfach nur eintauchen, fertig. Dann würde ich euch empfehlen, die Scharniere, bevor ihr diese Seitenschnitte macht, macht die Scharniere vorher hin. Das heißt, einfach festschrauben das Ganze und dann macht ihr den Griff hin, dann macht ihr alles andere hin und am Schluss macht ihr einfach diese zwei Schnitte nach unten. Gut, das werden wir nochmal machen. Brauche ich euch nichts mehr erklären. Das ist doch von vorne. Ja, aber du hast es dann falsch. So. Ja, okay. Stimmt. Jetzt zeigen wir euch mal den aktuellen Stand, gell Manu? Ja. Also wir haben jetzt da die seitlichen Klappen ja reingemacht. Mach mal die Klappen schön auf hier. Die kann man dann einhängen. Und zwar, der Sinn und Zweck dahinter dieser Klappe ist, wenn man was Langes durchschiebt. Das seht ihr jetzt hier. Der Laser kommt rein
und ich könnte jetzt hier ein langes Brett einfach schön durchschieben bis auf die andere Seite und ich kann in der Mitte von dem Brett was lasern. Optimal. Hier oben seht ihr ja praktisch den Lüfter, der ist oben angebracht. Jawohl. Hier hinten kommt die Pumpe rein für den Air Assistant. So Leute, wir sind jetzt am Deckel und zwar kriegt der Deckel zwei Plexiglasscheiben rein, vorne und oben kriegt es rein. Jetzt sagt sich der andere, wow, Plexiglas, Vorsicht, ja genau, stimmt. Und zwar haben wir hier ein ganz normales oranges GS Plexiglas und es ist nicht zertifiziert für Laserstrahlen. Aber ich habe jetzt auch schon ein Video gesehen, das werde ich euch unten verlinken, da hat jemand normales Plexiglas mit dem Spektrometer gemessen und mit dem Laser, mit blauen Laserdioden, hat er das Ganze dann praktisch ja verglichen und hat herausgefunden, dass es auch sehr gut filtert. Aber das möchte damit auch sagen, dass ihr trotzdem, wenn ihr dieses normale Plexiglas nimmt, weil das halt doch um einiges günstiger ist als dieses zertifizierte Plexiglas, weil das kostet ein paar hundert Euro, diese Scheiben. Und wenn ihr normales Plexiglas nehmt, setzt doch trotzdem bitte eine Brille auf, wenn ihr durchschaut. Also nur zur Sicherheit an euch. Gut, wir werden jetzt hier die Ausschnitte fürs Plexiglas machen. Ich werde euch das natürlich unten verlinken, das ist ganz klar. Der Manu zeigt jetzt nämlich gerade schon mal die nächste Plexiglasscheibe an. Wir werden jetzt erstmal mit der Säge hier aussägen, den ersten Schnitt und dann mit der Fräse werden wir das ganze Glas natürlich nach innen ein bisschen verlegen, dass wir nicht so eine Riesenkante haben vorne. Gut, das Ganze werden wir jetzt mal machen. Ach, sind wir schon? Wir sind! Ach, wir sind! Wir sind! Es werde Licht! Es werde Licht! Der Manu fand den Schalter nicht. Jetzt schon! Ja! Schaut, er schaut cool aus. Passt. Ich denke mal, das nächste, was sein wird, ist der Deckel hier oben. Den werden wir jetzt hier mal verschrauben. Jetzt wissen wir nicht, wie wir es machen. Jetzt kommt ja der hier. Und der hier hin. Weißt du das noch? Das ist jetzt hier auch, ne? Da wo Griff steht, ist vorne. Jetzt gehe ich mal nach vorne. Und jetzt wird das dann hier so drin sein. Und da werden jetzt noch Gasdruckfedern hinkommen. Diese Gasdruckfedern pushen das nach oben und das klappt nach innen rein. Das heißt, wir müssen die Scharniere hier innen drin anbringen. Und das werden wir jetzt einfach mal versuchen und mal schauen, ob wir das hinkriegen. Leute, schaut's mal, richtig cool geworden. Wir haben jetzt die Scharniere fest und jetzt kommt's. Ah. Und man kann es schön einklappen. Jetzt aber, damit das Ganze hier hält, machen wir noch Gasdruckfedern hin auf jeder Seite hier, hier und hier, hier und hier. Und dann wird das hier schön halten und dann braucht man es einfach nur wieder zack, bumm, zu machen, fertig. Wir haben hier unten noch Magnete hingemacht, dass es schön zu ist.
Leute, wir sind jetzt fertig mit dieser Kiste hier. Gott sei Manu, Dank. Wahnsinn, hey. Verkabelt haben wir jetzt noch. Es ist richtig geil geworden, Leute. Schaut's mal, ich hoffe, ich komme da vorne hin. Schaut's mal, hier mit schöner Feder zum Aufmachen. Gasdruckfedern zum Aufmachen. Ihr seht, wir haben jetzt gerade mal hier die Seiten geöffnet. Und schaut mal hier, was wir da richtig Cooles durchgeschoben haben. Ein richtig langes Brett. Da kann man jetzt dann in der Mitte hier richtig schön lasern. Jetzt schieben wir es einfach nochmal, ziehen wir es einfach nochmal raus. Also richtig schön kann man das Ganze hier durchmachen. Kleine Kette dran. Seht ihr hier an der Seite. Das ist eine kleine Kette dran hier. Können wir dann wieder schließen das Ganze. Und zu. Hier haben wir den 120er. Ich glaube 120er Absaugung hast du, gell? Mhm. Wo tust du die eigentlich rausblasen dann? Kellerfenster. Kellerfenster. Also du laserst im Keller. Das Ding kommt ans Kellerfenster noch ran und dann haben wir hier einen richtigen guten Abzug. Jetzt fällt den einen oder anderen... Wir den Schlauch noch verlinken. Was willst du? Schlauch ist doch dabei. Der Schlauch ist dabei. Jetzt fällt den einen oder anderen vielleicht ein bisschen was auf. Der ist ein geschlossener Kasten natürlich. Jetzt hat der Manu vergessen, hier vorne kommen noch Lüftungsöffnungen rein. Das heißt, wir werden hier, du wirst noch ein... Ja, so die kleinen Filter, hol ihn noch. Luftfilter holen, genau. Diese eckigen, und die kommen dann noch praktisch hier in die Ecke rein, damit der Kasten einfach Luft ziehen kann, weil wir saugen ja hier richtig ab und natürlich wollen wir die Luft von vorne noch saugen. Genau, und jetzt kommt dieses riesen Ding da dran, aber das hoffe, kann sich drüber, ja jeder denken, das ist ein 120er Schlauch, da geht was durch, Leute. So, uppala. Also ist ja das Wurscht, lass es dran. Geht ordentlich was durch. Ist gut, das passt schon. So, und schau mal, ich bin jetzt total frech. Machst du wieder weg. Können wir das Ganze eigentlich drehen, dass die Leute das von hinten noch sehen? Also hinten habt ihr es ja gerade noch gesehen. Wir haben hinten eine Steckerleiste, wo wir alles einzeln schalten können. Dieses einzelne Schalten, hier kommen noch zwei Sachen hin. Du willst hier noch dein Laptop. Also Laptop-Anschluss hinten. Laptop-Anschluss. Und externer Bildschirm. Und noch einen externen Bildschirm, damit du von vorne hier genau schauen kannst. Und dass der Laptop halt unten dann unterm Tisch verstaut ist. Super, und kein also kommen Staub hier nochmal zwei Schalter ran und wir können alles separat schalten. Leute, schreibt es doch mal bitte unten in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze findet und ob ihr da Ideen für eure Kisten rausnehmen konntet. Also der Manu wollte es genauso haben. So, vielleicht gibt es ja auch noch Verbesserungen. Es gibt bestimmt noch einige Verbesserungen. Wie gesagt, ein Plexiglas, bitte setzt trotzdem noch eine Schutzbrille auf, falls ihr durchguckt. Es soll angeblich funktionieren, aber zum Schutz doch noch vielleicht zusätzlich eine Brille. Aber ist okay, oder? Das denke ich mal, perfekt. Hat funktioniert. Du bist, denke ich mal, auch zufrieden, dass wir uns mega den ganzen Tag jetzt hier Zeit genommen haben. Mega. Haben wir gut gemacht, passt doch. Super, und ich denke mal, wir haben uns noch ein Bier verdient, weil wir sind jetzt richtig kaputt. Und ey, deiner hat das richtig gebloppt hier. Ich glaube, du hast das bessere auch Bier, oder? Aber es bloß ein Radler ist. Also, zum Prost. Und an euch da draußen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Er ist ja genauso Allgäuer von dem her. Schöne Grüße von uns hier. Und schaltet wieder ein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und vergesst die kleine Glocke nicht. Und natürlich auch LM Design könnt ihr auf Instagram finden. Instagram und Facebook. Werde ich unten euch auch noch verlinken. Ist ein cooler Typ, macht auch cooles Zeug. Schaut's mal vorbei. Also Leute, macht es gut. Bis demnächst. Servus. Ciao.